Jetzt sind wir hier am höchsten Punkt unserer Echt-Weiß-Blau-Tour. 4 Tage, 600 Kilometer, 6000 Höhenmeter. Eine gewaltige Geschichte. Also tolle Idee, die du dich hier mitgetragen hast. Also echt, danke nochmal. Ja, ich meine, das war schon eine Gemeinschaftsidee. Eigentlich ausgehend davon, dass wir ja als Bayernwerk Teil der bayerischen Geschichte sind. Und 2018, 100 Jahre Freistaat, da haben wir eben gedacht, da müssen wir auch die Gelegenheit nutzen, uns damit zu zeigen und die Verbundenheit und die gemeinsame Geschichte. Und dann kam eben im Team die Idee zu der Tour auf und die haben alle gleich toll gefunden. Team ist ein gutes Stichwort. Als Team-Captain habe ich schon ganz schön Verantwortung empfunden. War eigentlich froh, jetzt haben wir gerade so ein Seil, so ist ja eher so dieser Kinderklettergarten, wo sich jeder so ein bisschen ausprobieren kann hier auf dem Zugspitzblatt. Aber zu dieser an einem Strang ziehen war schon wichtig, weil ich sage mal, man hat eine Verantwortung, wenn man Chef ist. Wie spürst du denn die Verantwortung? Ja, erstmal herzlichen Dank an den Team-Captain. Das war eine tolle Leistung, alle zusammenzuhalten, das Team eben wirklich auch zu motivieren. Ja, ich meine, Verantwortung ist, glaube ich, das Kernstichwort für uns alle, für das Bayernwerk. Und das hat die Tour auch schön gezeigt. Ganz viele Landschaften, ganz viele Menschen. Ich habe es auch im Social-Media-Kanälen ja gut mitverfolgen können. Das ist die Vielfalt Bayerns. Das ist aber auch vielfach eben das, wofür wir Verantwortung tragen, für die Menschen in Bayern, nämlich für eine sichere Energieversorgung. Und das vom tiefsten Punkt, wo die Tour losging, bis zum höchsten. Übrigens da oben, die Wetterstation, ist tatsächlich der höchste Punkt unserer Verantwortung. Also das heißt wirklich tatsächlich, die Stromversorgung von Karl am Main bis hier Zugspitz ist in euren Händen. So ist das. Ja, da dann, glaube ich, liegt aber auch noch einiges vor euch bei dem Veränderungsdruck, den wir zurzeit erleben, oder? Ja, das ist wahr. Ich meine, das ist vielleicht auch wieder schön, was man hier sehen kann, dass man bei allen Veränderungen, das ist, glaube ich, auch etwas, was Bayern auszeichnet, es ist eben nicht nur Tradition, es ist eben auch die Fähigkeit, das Meistern von Veränderungen. Und das Ganze geht am besten, wenn man eben ein Fundament hat, wenn man eine Basis hat und damit auch Orientierung. Ist auch so am Berg, gell? Genau. Ich meine, so am Berg kommt man auch nur hoch, wenn man vorher mal gesehen hat, wo der Berg steht und wo der Weg ist. Wenn man erst am Berg ist, ist man verloren. Also das heißt, tatsächlich an einem Strang ziehen, gemeinsam zusammenhelfen, Vertrauen haben, dann meistern wir die Zukunftsthemen, die anstehen, oder? Naja, sicher. Ich meine, das ist erstmal das, was man als Optimismus bezeichnen könnte, aber nicht als Zweckoptimismus, sondern es ist notwendig, dass man natürlich eben letztlich auch gemeinsam im Team arbeitet. Und das hat die Tour ja auch wieder gezeigt, dass wirklich es möglich ist, im Team Leistungen zu zeigen, zu bringen, die man vielleicht alleine sich gar nicht hat vorstellen können. Was bedeutet für dich Bayern oder das, was wir jetzt ja hier wir im Team erlebt haben, du wahrscheinlich so eben so ein bisschen auf Social Media, was ist das, was Bayern ausmacht oder warum du glaubst, dass Bayernwerk die Power hat, einfach die Zukunft zu gestalten, die Energiethemen der Zukunft zu gestalten? Ja, ich glaube, dass wirklich man diese Stärke Bayerns nie unterschätzen darf und dass man das auch wirklich bei uns sehr schön spürt, auch im Unternehmen. Wir sind eben ein Teil Bayerns in der ganzen Vielfalt, aber auch in der ganzen Gebietskulisse, die Tour auch gezeigt hat und damit natürlich auch in der gesamten Fähigkeit, die dahinter steckt, nämlich verbunden zu sein, geerdet zu sein, Orientierung zu haben und trotzdem aber diesen Drang zur Entwicklung und zur Veränderung. Und das zeichnet Bayern eben aus. Ich meine, Laptop und Lederhose ist so ein geprägter Begriff, aber er stimmt. Er zeichnet wirklich das aus, was Bayern ist. Und hier kann man so schön sehen, wofür das auch alles in der Energieversorgung wichtig ist. Worum geht's? Es geht um unsere Umwelt. Es geht darum, eben halt nicht nur Strom und die energetische Versorgung aufrechtzuerhalten, sondern sie nachhaltig zu machen, unsere Umwelt zu schützen. Und dass sich das lohnt, das kann man auf der Tour und gerade hier, glaube ich. Also damit auch unsere Kinder den Schnee noch erleben, hier auf der Zugspitze, Klimawandel zu bekämpfen, nachhaltige Energieversorgung, damit sie im Endeffekt die Naturmöglichkeiten, die Outdoor-Möglichkeiten erleben, wie es wir hier jetzt erleben, damit seid ihr eigentlich jetzt betraut. Da liegt sozusagen unser Vertrauen in euren Händen. Ja, und das ist natürlich aber für uns auch schön, weil das ist ein unglaublich großer, tiefer Sinn, für den wir arbeiten. Es ist ja oft, glaube ich, das Entscheidende auch, dass wichtig ist, dass uns als Menschen wichtig und klar ist, wofür wir da sind. Und dieser Sinn, den wir haben, der ist wirklich großartig. Und das heißt trotzdem, sich immer wieder auch zu verändern, sich anzupassen, im Unternehmen neue Arbeitsformen auszuprobieren, Digitalisierung wirklich aufzunehmen, aktiv anzugehen und trotzdem eben diese Orientierung und Erdung zu behalten.
Das heißt also tatsächlich, Bayernwerk ist sehr viel mehr, wie nur Netze zu versorgen, wie Stromgarantien zu ermöglichen oder Stromzulieferung ermöglichen, sondern es geht tatsächlich um die Menschen in Bayern. Ja. Im Endeffekt die mit mehr wie Energie, sogar mit Lebensenergie. Die ja auch in der Beziehung zu uns sich, wenn du mal so willst, sich verändern. Also der Kunde, der ist ja mittlerweile eigentlich unser Chefentwickler. Ne? Also wir haben ja jetzt mittlerweile so viele Kunden, die selber Energie produzieren, die sich eben selber auch verändern und die damit auch zur gesamten Veränderung des Systems beitragen. Also sprich die ganzen Photovoltaikanlagen, die wir zu Hause auf dem Hausdach haben, das sind eigentlich deine neuen Energieproduzenten versus den früheren Atomkraftwerken. Richtig, das und es ist auch so, dass sich das ja auch weiter wandelt, dass der Speicherbetrieb dazu kommt, also dass Eigenversorgungsgrad zunimmt. Das heißt wirklich dieser Begriff Chefentwickler. Oder man sagt ja auch gerne diese Kombination im Englischen aus dem Produzenten und dem Konsumenten, dem Prosumer, das stimmt schon fast nicht mehr, sondern die werden jetzt zum Flexumer, weil sie eben auch so Flexibilitäten in dem Netz mit drin haben. Also der Kunde und auch die Nähe zum Kunden, die wir ja auch traditionell haben, also das ist ja auch diese Verbundenheit, war auch schön zu sehen in der Tour. Ich glaube, du hast es auch angesprochen und beschrieben, also welche Emotionswirkung auch da entstanden ist. Diese Nähe ist natürlich auch entscheidend, weil sie ist Vertrauen. Und ich glaube, das wirklich Wichtige in all diesen Veränderungen, die jetzt gerade vor uns liegen, in denen wir schon mittendrin stecken, auch durch Digitalisierung, durch die gesamte Veränderung der Geschwindigkeit um uns herum, da ist Vertrauen die entscheidende Basis für eine gemeinsame positive Entwicklung. Das heißt ja für mich als Team-Captain dieser Radltour folglich, du musst mal alle deine Mitarbeiter schicken, hier gemeinsam auf Tour gehen, weil wir haben tatsächlich alles erlebt, was du sagst, weil ich als Rennradlfahrer eigentlich fixiert auf Asphalt, aber natürlich wie es so ist, wenn man so eine Strecke plant, dann ist oft einmal auch gerne ein Sandweg dabei, ein Singletrail und da heißt es, flexibel zu agieren, trotz der schmalen Reifen, die nicht dafür vorgesehen sind, sowas in Angriff zu nehmen. Ja, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Mitarbeiter wirklich mit dir diese Tour hätten machen wollen. Aber es ist sicherlich richtig, es geht auch um Training. Also es geht auch wirklich darum, Dinge eben zu trainieren, Dinge ausprobieren zu können. Und es geht eben auch um dieses Erlebnis vielleicht nochmal zu vertiefen, es im Team auch wirklich zu bewältigen und zu schaffen. Und ein guter Captain, der ist da immer auch hilfreich und dass du ein guter Captain bist, das hast du eben definitiv in dieser Tour bewiesen. Vielen Dank. Wobei, sagen wir es, du hast tolle Mitarbeiter. Gerade an der Sarah hat man gesehen, wie man über sich hinauswachsen kann. Ich glaube, sie hätte sich im Leben nicht vorstellen können, dass sie 170 Kilometer am Stück fährt und dann hier noch die zweite Etappe in Angriff nimmt. Also von daher für mich auch ein faszinierender Beweis, was möglich ist, gemeinsam. Also von daher braucht es gar nicht mich. Sie hat sich, glaube ich, selbst motiviert, um die Tour da in Angriff zu nehmen. Leistung nicht unterschätzen. Ich glaube auch der Schäferhund sozusagen, der Captain dann auch ist, das Team eben zusammenzuhalten und immer dadurch auch diese gegenseitige intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Job. Also Licht nie unter den Scheffel stellen. Ja, wobei ich bin da immer, da bin ich tatsächlich so, da ist man als Chef nur so gut, wie seine Leute sind. Das stimmt also, allerdings. Also ja, das kann ich auch genau sagen. Trotz aller Motivationskunst, lass uns darüber gehen. Oh ja. Wir nehmen den Steig, wir schon so einen schönen Klettersteig hier reinbauen. Schön. Für die Kinder gedacht, um alpine Erfahrung zu generieren, nutzen wir das natürlich auch. Schön, das wackelt schön. Jawohl. Aber weil wir natürlich gestärkt im Gleichschritt gehen, macht das jetzt gar nichts aus. Sehr, sehr schön. Das ist echt ein Erlebnis. Das zeigt eben auch, dass die Welt in Bewegung ist, so wie diese Brücke. Aber man auch das eben halt, wenn man Federn im Knie ist, gut meistern kann. Ja, und ich glaube, Crosser Tour ist eine tolle Vorbereitung eigentlich auf viele Dinge, die ihr tagtäglich erlebt, oder? Ja. Also wenn sich wieder was verändert, wenn der Weg eigentlich mal nicht so klar ist, wenn man agieren muss, wenn man sagt, okay, normalerweise wäre es nach links gegangen, jetzt müssen wir rechts abbiegen, das ist eigentlich praktisch... Ja, das ist ja auch der Punkt. Also das ist das, ist immer wichtiger wird, Dinge auch auszuprobieren, damit aber auch die Fehler zuzulassen. Ja, aber aus dem Fehler dann ja auch zu lernen und im Zweifel das nächste Mal nicht wieder den falschen Abzweig zu nehmen. Aber das ist genau auch das, was entscheidend und wichtig ist. Und gemeinsam im Team diesen Mut auch zu haben. Ja, ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Also die Tour zusammengefasst, trotzdem, dass du nur auf Social Media dabei warst. Ja, man glaubt ja nicht, welche Nähe tatsächlich eben auch durch mittlerweile das Bewegtbild ja auch auf Social Media mit entsteht. Ja? Also manchmal hat man schon das Gefühl, man ist relativ dicht dabei. Und die Qualität ist ja auch toll, also von den Bildwerken. Und das ist schon, ich finde es beeindruckend. Absolut, ja.